alle lieben YouTuber. Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Und wie immer halte ich natürlich gerne das Objekt der Begierde, die Hyazinthen, in meinen Händen, um die es heute geht. Und da zeige ich euch einfach, wie ihr so richtig schön mit frischem Kick die Hyazinthen in eurem Wohnzimmer dekoriert. Bleibt mal dran nach der Intro. Ich bin mal wieder unterwegs zum Laden. Es ist so richtig schön verschneit hier. Wahnsinn, es hat so richtig Schnee runtergehauen. Und wir haben erstmal kräftig geschifft. Also neben den Blumen gibt es dann immer was zu tun. Und ja, ich wollte euch als erstes mal antworten auf eure tollen Kommentare und Fragen und Wünsche und wollte ich vom letzten Video. Also vielen Dank erstmal dafür. Danke, danke, danke. Wie immer. Freue mich total. Es gab so verschiedene Fragen von euch. Zum Beispiel hat eine gefragt, ob sie bei Floristik24, die dachte, sie könnte als Privatperson gar nicht bestellen. Nee, man kann da als Privatperson super bestellen. Und da gibt es auch, wie ich finde, ja wirklich gute Preise. Und tatsächlich bestelle ich ja auch ab und zu für den Laden dort, weil das einfach, weil das Angebot einfach toll ist und weil man dort einfach alles bekommt, was man braucht. Also ja, das ist auf jeden Fall für privat und es ist überhaupt kein Thema, dort zu bestellen in 15 Ländern. Das wollte ich schon mal sagen. Da ging es natürlich auch um die französischen Tulpen. Und das eindeutige Abstimmungsergebnis war, dass jeder die schwarze Vase am schönsten fand. Und die weiße Vase, die hat keiner präferiert. Okay, klare Meinung, habe ich gedacht, sage ich euch mal. französische Tulpen, meistens findet man ja in ganz vielen, ganz oft das Angebot von den normalen Tulpen. Und diese wunderschönen, langen französischen, die findet man natürlich sehr, sehr selten. Und ich denke, dass es in der Regel, es gibt vielleicht mal eine Ausnahme, deswegen will ich das nicht so fest behaupten, dass man in der Regel findet man die eigentlich, bekommt man die eigentlich nur beim Floristen. Und selbst wenn der Florist die standardmäßig nicht da hat, also nur so kleine Interna, also wir kaufen die im 10er-Pack ein. Und dann, wenn man sagt, man möchte gerne 3 Stück oder so, dann kann man die sicherlich auch beim Floristen bestellen. Und ich sage oft zum Kunden, wenn sie mir die freie Farbwahl lassen, wäre das ganz toll. Dann kann ich ihnen einfach die schönsten Blüten aussuchen. Und das finden viele auch ganz toll und sagen dann, ja super, suchen sie mir tolle aus. Und ich suche dann natürlich auch so richtig lange aus. Und ja, sie kosten etwas mehr als die normalen Tulpen, das stimmt. Aber selbst wenn man da sich so 3 Stück gönnt und ein paar schöne Zweige von draußen oder vielleicht irgendwie eine Ranke, eine Efeu-Ranke schlingt und oben an dem Ast festmacht, dann ist es so ein Hingucker und die werden immer länger und immer länger und die neigen sich dann so, die beugen sich so über den Tisch und das ist das, was ich total liebe an den französischen Tulpen. Das ist der Hammer, also sie haben größere Köpfe, sie blühen länger und es ist wirklich die Investition wert, also deswegen finde ich es toll. Und selbst wenn man eine mit einem Zweig in eine schöne Sektflasche oder Champagnerflasche stellt, ist es einfach ein Genuss für die Augen. Ja, ansonsten wollte ich auch sagen, es gibt ja auch immer wieder viele Kollegen, die zuschauen und ich freue mich total, wenn Kollegen auch in die Kommentare schreiben und es ist, wir Floristen arbeiten ja jeder in unserem Laden. Und man kriegt ja leider von anderen nicht so viel mit. Ich meine, ihr kriegt von mir jetzt ja ein bisschen mehr mit. Aber ich, liebe Kollegen, ich freue mich total. Ganz liebe Grüße nach Krefeld. Habe ich mich sehr gefreut. Und auch in den Schwarzwald. Ja, also ich freue mich total, wenn ihr auch da Kommentare reinschreibt und auch gerne Anregungen. Das ist auf einmal schön und ich fühle mich geehrt, dass auch Kollegen zugucken. Das ist ganz toll. Und ja, wenn es jemand aus dem Raum Frankfurt gibt, der sagt, oh, ich würde eigentlich auch gerne mal ein Video drehen mit der Margit, dann meldet euch doch einfach. Vielleicht drehen wir mal bei euch ein Video im Laden. Mal gucken. Also ich bin völlig offen für so nette Sachen und auch für einen kleinen Ortswechsel sehr gerne. Auf jeden Fall ist es immer ein, freut mich und ich bin immer, ja, so einen netten, kollegialen Austausch finde ich immer klasse. Deswegen ja, ja, auf jeden Fall meldet euch. Gab es noch eine ganz liebe Kollegin,
ehemalige Kollegin sozusagen aus dem Schwarzwald, die auch früher in Frankfurt gearbeitet hat, die auch so Erinnerungen an den Großmarkt, ja, die dort auch waren. Das ist immer, sind immer tolle Begegnungen. Ja. Ja, und ansonsten, wenn ihr nach den Videos, also gibt ja doch einige auch schon Tulpenvideos, Frühlingsvideos, und wenn ihr, es gibt ja jetzt die ganzen Playlists, wenn man bei mir auf den Reiter Videos geht, und dann kann man, da gibt es so eine kleine Lupe zum Suchen, und da kann man zum Beispiel eingeben Tulpen, und dann sieht man die ganzen Videos, wo im Titel Tulpen drin sind, ja, oder auch Frühling, oder Blumenstrauß, und dann kann man sich so richtig schön diese Themengruppe aussuchen, weil es sind jetzt mittlerweile 221 Videos von mir insgesamt online. Das ist jetzt eine ganze Menge und man hat ja keine Lust, ständig alles durchzuscrollen. Also einfach mit dieser Lupe suchen nach dem Begriff und schon hat man alle Videos, wo der Begriff Tulpen im Videotitel ist. Ja, das war jetzt so eine kleine Rückschau. Ich habe mir extra ein bisschen was notiert, dass ich auch nichts vergesse. So eine kleine Rückschau von euren Kommentaren und ich glaube, jetzt gehen wir erstmal zum neuen Video wieder in den Laden und da geht's dann los. Bis gleich. So, aber bevor wir zu den Hyazinthen gehen, muss ich noch mal so eine kleine Nachlese zum Thema Amaryllis euch muss mal berichten. Und zwar, wir hatten ja vor Weihnachten hatte ich so schöne Amaryllis-Videos und wir hatten ja auch einen ganz tollen Seegraskorb, da blende ich euch noch mal ein Foto ein, mit Amaryllis bepflanzt. Und ich muss sagen, ich habe mich in meinem Leben eigentlich nie so viel mit Amaryllis befasst wie in diesem Jahr. Vor allem natürlich nicht nur die blühenden, sondern die Amaryllis im Topf, die mit dieser schönen großen Zwiebel hier sind und die eine ganz tolle Pflanze sind. Und auch ganz viele von euch haben sich damit beschäftigt. Das ist wirklich Wahnsinn. Also eine YouTuberin hat mir geschrieben, dass sie ihre Amaryllis seit 14 Jahren hat. Da habe ich gesagt, sie schafft es einfach nicht, die wegzuschmeißen. Fand ich mega, fand ich ja echt unglaublich, ja, weil ich mache mir tatsächlich die Mühe nicht, muss ich gestehen. Ich habe auch nicht so viel Platz zu Hause. Und bei der Amaryllis, oder ich sage es mal anders, ja, ich habe auch einem Kunden nochmal einen ganz tollen Korb, ja, ein wunderschönes Arrangement. Und der hat dieses Jahr an Weihnachten wieder so einen tollen Korb bekommen. Hat dann, als ich dann mit diesem großen Korb kam, sagt, wollen Sie bei mir einziehen? Ich sage, nee, aber den Korb bringe ich. Ja, und er hat gesagt, also er hat auch diese Pflanzen ganz toll gepflegt, hat also diese wunderschönen Pflanzen vom letzten Jahr. Und die bekommen ja den Sommer über so richtig viele Blätter, diese schönen langen Blätter. Aber das Geheimnis jetzt ist ja, und das haben auch viele von euch geschrieben, man kann die über den Sommer auch draußen haben, die bekommen Blätter. Also nach der Blüte müssen die Blütenstängel abgeschnitten werden, dann kommen die Blätter raus und man kann die immer schön pflegen und wässern. Aber das Wichtige ist, ab August nicht mehr gießen. Ja, und dann vertrocknen die komplett, die Blätter vertrocknen, dann werden die abgeschnitten, ich sag mal so Ende Oktober oder so. Und die Zwiebel soll kühl gelagert werden, man kann die auch einrollen und in den Kühlschrank tun. Und dann kommt es erst wieder November, Dezember, wird es ja wieder wärmer gestellt und bekommt Wasser. Und dann, also hier, das war ja auch alles abgeschnitten. Und dadurch, dass die dann ab August ihre Kraft zurückziehen kann, dadurch, dass die Ruhepause bekommt und dann erst wieder im Dezember wieder ins Warme und mit Wasser, dann kommen die Blüten. Aber wenn man nicht aufhört zu gießen im August, dann hat man zwar Blätter, aber wahrscheinlich keine Blüten. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber so wurde mir auch von vielen berichtet. Na, ich sage, also es ist wirklich so eine kleine Wissenschaft. Und wenn mich Kunden jetzt fragen, wie man Amaryllis wieder zum Blühen bekommt, jetzt weiß ich es. Oder ich sage ihnen, gucken Sie das in das Video. Ja, das war das Video über die Amaryllis, aber es war wirklich noch so ein toller Austausch danach, dass ich es einfach nochmal die Zusammenfassung nennen musste. Und eigentlich ist die Amaryllis auch eine Frühlingsblume. Es ist eigentlich gar nicht unbedingt eine Weihnachtsblume, klar, weil wenn die ab Ende November, Dezember wieder ins Warme kommt und dann so langsam anfängt zu wachsen, dann blüht die natürlich nicht an Weihnachten. Aber die meisten von uns hatten sie an Weihnachten. Aber jetzt für Frühling ist eine ganz tolle Blüte. Und ja, auch wenn man es Sinn hat für diese Schönheit, die weiter zu kultivieren, hat man also ganz lang Freude daran.
Den kleinen Ausflug, den musste ich doch gerade noch mal bringen, weil einfach, ja, ich lerne auch immer dazu. Und diese tollen Kommentare von euch oder auch diese Sprüche von Kunden beim Liefern, die sind einfach hochinteressant. Gut, so viel zu Amaryllis. Das sind jetzt aber auch tatsächlich wirklich nur restliche Amaryllis. Ich kaufe jetzt natürlich keine mehr für den Laden, weil im Laden wollen jetzt die Kunden Frühlingsblüher. Es gibt jetzt Hyazinthen im Topf, es gibt Tulpen im Topf, Narzissen, es gibt Muscari. Also jetzt kommen diese wunderschönen Zwiebelpflanzen eine nach der anderen. Und die sind natürlich jetzt, ja, die Zwiebel ist ja ganz schön, aber ich fand, dass man die eigentlich auch noch schöner, ja, sich schöner hinstellen kann. Man will die ja auf den Tisch stellen. Und deswegen habe ich heute einfach mal das Video gemacht und zeige euch mal, was ihr Schönes mit den Hyazinthen machen könnt. Und damit ich mir die Finger nicht so dreckig mache, ziehe ich jetzt einfach mal ein paar Handschuhe an, weil sonst, ja, ich mache Erdarbeiten nicht so gern ohne Handschuhe. Viele machen es auch ohne, aber das ist natürlich Geschmackssache. So, also Basis dieser schönen Erscheinung ist natürlich, dass ich auch schöne Gläser habe. Und wenn man alles in Klarglas macht, dann kann man auch sehr schön die Hyazinthen ja in diesem Klarglas ja, positionieren. Und ich habe aber das erste ist jetzt also wirklich die klassische Hyazinthenvase, die also auch jeder kennt. Und hier füllt man das Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr die zu Hause habt. Hier füllt man das Wasser so ein, dass die Wurzeln Wasser haben, also so ungefähr, ja, dass die Wurzeln Wasser haben, aber mehr auch nicht. Und das reicht auch dann. Und hier muss ich natürlich dann, Moment, ich brauche Erde bei meiner nächsten Pflanzung. Das heißt, ich kann eigentlich gleich, so, ich nehme die Hyazinthe aus diesem Topf raus. Das sieht eigentlich auch ganz süß aus, gell, mit diesen Wurzeln schon. Ich brauche nachher Erde und jetzt nehme ich einfach die brösel ich schon mal hier rein. Und diese Wurzeln, die wasche ich gleich aus. Und ich würde sie, ich finde, es sieht jetzt ein bisschen komisch aus, wenn die so ganz lang nach unten gehen. Ich würde sie einfach so 5 cm unter dem Topf, würde ich sie einfach kürzen. So. Und dann habe ich schon mal einen Eimer Wasser vorbereitet, damit ich die auswaschen kann. Ich möchte natürlich nicht, dass mein Wasser dreckig wird. Man muss auch ein bisschen vorsichtig dabei vorgehen, sonst brechen einem die Wurzeln alle ab. Es brechen eh schon ein paar ab, das lässt sich nicht ganz vermeiden. Und so kann man jetzt diese Hyazinthe in der Hyazinthenvase einfach hier oben drauf setzen und kann das Wasser dann ab und zu wechseln, wenn das trüb wird. Das ist jetzt eigentlich die einfachste Variante mit der Hyazinthenvase, die Nummer 1. Dann gibt es natürlich noch eine Nummer 2, sonst hätte ich nicht 3 Gläser, ist klar. So, dazu nehme ich jetzt die nächste Farbe. Ich nehme eine blaue Hyazinthe. So, und hier war mein Gedanke. Ich finde diese Wurzeln eigentlich auch ganz hübsch. Das heißt, ich würde die ruhig auch in dem Glas hier so mit reinmachen. Weil das ist ja so dieses, ja, die Wurzeln, dass es gedeiht und wächst. Das ist ja so ein Sinnbild dafür. Ich mache wieder meine Hyazinthe aus diesem Becher raus. Der Becher ist immer in der Farbe, wie die Hyazinthe wird. Ich habe das jetzt so selbstverständlich gerade gesagt, dass die rosa und die blau ist. Das sieht man der natürlich noch nicht an. Aber es wird ja und es wird auch wachsen und entstehen. So, und Wahnsinn, guck mal, was die an Wurzeln schon hat. Toll, ganz toll. Und hier nehme ich die Hyazinthe einfach und setze die mit ein bisschen Erde. Setze die hier in dieses Glas rein. Und das ist eigentlich auch schon, ich finde es eigentlich auch schon sehr schön, nur weil die Wurzeln so hübsch aussehen. Und dann mache ich vorsichtig, ich kann natürlich auch ein Löffelchen nehmen, so mache vorsichtig noch ein bisschen Erde hier rein seitlich. Die Hyazinthen brauchen ja auch gar nicht so viel Wasser, die ernähren sich ja hauptsächlich aus ihrer Zwiebel. Und so, jetzt kann ich das ein bisschen anklopfen und kann da einen Tick Wasser reinmachen, wird aber nicht so viel, weil sonst schlabbert es so rum. Und dann hat die auch einen sehr schönen Halt. Das heißt also, man braucht gar nicht unbedingt immer nur die Hyazinthenvase, die klassische, wo die Zwiebel in der Rundung sitzt,
sondern hier kann ich auch jetzt einfach das Gläschen so daneben stellen und habe schon so zu meiner Aufreihung, habe schon die zweite Form. Ja, kann das auch auf ein hübsches Tablett stellen. Und jetzt kommt die Nummer 3, die ich eigentlich auch sehr schön fand. Habe jetzt wieder ein Klarglas genommen, aber eine andere Form. Und habe hier zum Beispiel eine rote. So. Manchmal ist auch ein Schildchen dran. Das gehört natürlich eigentlich in die blaue. Aber es ist nur eins für alle. Und hier wasche ich jetzt auch. Ich mache die Wurzeln ab und wasch die Wurzeln aus. Weil ich habe hier noch eine andere Idee als Halt. Also es gilt natürlich immer, dieser Zwiebel Halt zu geben in dem Glas. Weil ich kann die natürlich nicht so reinmachen, sonst sieht die eigentlich total verloren aus und kippt auch um. Das will ich nicht. Und Sinn ist, dass ich mit verschiedenen Varianten dieser Zwiebel einen schönen Halt gebe. Ich kürze wieder die Wurzeln ein bisschen ein. Wasche die natürlich aus. Mache ich hier die ganz schön sauber. Und die dritte Variante ist dann, dass ich schöne Steinchen nehme. So. Einmal kurz die Hände abwaschen. Hier nehme ich jetzt Steinchen, helle Steinchen. Setze dann meine Hyazinthe hier rein. So. Auch hier kann man natürlich ein Schäufelchen nehmen, dann geht das besser wie mit der Hand. Oder man nimmt einfach danach wieder fegt die restlichen Steinchen von der Arbeitsplatte runter. Man sieht, sie gewinnt jetzt schon an Halt und sitzt eigentlich jetzt schon schön. Man kann dann mit wenig Wasser, also das Wasser sollte auf jeden Fall nicht so hoch sein. Mit wenig Wasser, wenn man das dann angießt, kann man schon die Wurzeln ernähren. Und ich glaube, das reicht auch schon. Ja, und so hat man dann mit einfachen Gläsern und mit einfachen Mitteln hat man im Grunde genommen schon eine schöne ansprechende Deko für seinen Wohnzimmertisch und das noch auf einem schönen Holztablett, auf einem eleganten, hat man doch, ja, kann man diese drei Hyazinthen viel schöner und ansprechender dekorieren als ja, als zu Hause, als einfach nur in diesen, genau, ich stelle es gerade mal so daneben, als in diesen Becherchen, wie man sie eigentlich auch so ich sag mal, jetzt einfach im Supermarkt oder so zu kaufen bekommt. Das ist jetzt also eine viel elegantere Variante und ist eine Sache, ich glaube, haben wir 10 Minuten gebraucht? Nicht mal, ja. Also ganz einfach selbst gemacht und ja, für dein Zuhause. Ihr Lieben, das war's schon wieder für die zweite Frühjahrsidee. Gibt immer wieder Frühjahrsideen und ich lege ja auch immer viel Wert darauf, dass es Ideen sind, die ihr gut nachmachen könnt, wo ihr sagt, ach, ich habe noch schöne Gläser im Schrank und das könnte ich jetzt doch auch mal machen. Und ihr könnt ja mit den Materialien spielen. Es gibt ja viele Materialien, die ihr nehmen könnt. Vielleicht habt ihr auch eine schöne, was ich, groben, irgendeinen Pinienmulch oder ja, also es lässt sich ja grenzenlos erweitern. Soll auf jeden Fall anregen, dass ihr einfach eure Gefäße toll nutzen könnt und euch was Schönes mit einfachen Mitteln auf den Tisch zaubert oder ein nettes Geschenk für eine liebe Freundin macht. Ich freue mich, dass ihr wieder beim Video dabei wart. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachmachen und danke fürs Zuschauen und bis bald. Liebe Grüße von eurer Margit. Und vergesst nicht zu abonnieren. Ist ganz wichtig. Und die Glocke zu aktivieren, dass ihr mal erinnert werdet an neue Videos. Bis bald!